Okay, da sind wir nach langer Zeit mal wieder für einen Siedler-Stream. Uns fehlt noch eine Kampagne, dann haben wir alle, bis auf halt die ganzen Einzelspielerkarten, wo man dann unter Umständen mal gucken muss, wenn man die zwischenschiebt. So, Trojaner. Ich glaube, es ist sogar ein Mirror-Match. Du selbst ist an den meisten Stellen zu tief, um ihn zu überqueren. Ja, gut, wir haben kein seichtes Wasser wie in Age of Empires, von daher. So, ich habe mir vorhin die Karte mal kurz, weil ich die Aufnahme testen musste, mal kurz angeguckt, zumindest hier den Start. Wir haben tatsächlich drei Priester. Wir geben direkt mal ein großes Haus in Auftrag und müssen dann warten, bis die Baumaterialien da sind. Aber die Geologen stehen ja zum Glück alle schon an Ort und Stelle. Wir werden sehr früh eine Steinmine brauchen, wahrscheinlich. War kein Ziel, wer als Erster? Xiaomi. So, wir bauen schon mal. Ja, komm, wir bauen zwei Steinmetze. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich. Nee, wir haben Bergmänner. Wir haben irgendwie sehr viele Spitzhacken zum Start. Das ist seltsam. So, wir setzen schon mal das eine Forsthaus. Und dann setzen wir die zwei. So, sie bringen schon mal das Holz rüber. Das Problem ist, dass halt jetzt erst die Steine verbraucht werden. Das heißt, er kann auch jetzt erst die Steine anfordern. Aber das haut hin. Okay, wir haben keinen Mangel an Stein hier, wie es aussieht. Eisen, Kohle, Gold. Aber mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht auch mal noch die Zuschauerbelohnungen noch aktivieren. Die Siedlerspezifischen. Und zwar Zielobjekt. Gut, Fruchtbarkeitszauber wird euch hier nichts bringen. Natürlich die Schwefelmine, die brauchen wir. Schaut mal gerade bei euch, ob die jetzt auftauchen. So, ein Sägewerk sollten wir schon mal relativ früh bauen. Das Haus können wir gleich wieder abreißen. Wobei 50 Betten haben wir zum Start. Zumindest, dass hier halt der ganze Shit liegt, den wir dann jetzt nicht wegkriegen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch ein paar Wanderholzfäller. Hat er jetzt eigentlich zwei Sachen oder drei? Dream und S4. So, wir lassen es aber nochmal gerade auf Pause. Ich muss einen Cooldown auf die Schwefelmine hauen, einfach allein schon damit nicht 10 Leute gleichzeitig das verlangen. So, Eisen werden wir tendenziell am wenigsten benötigen. Leute, es ist gut. Ich habe euch wieder viel zu viel Nutzdosium aufbauen lassen. Wehe, du baust da einen Cooldown rein.
Ja, doch, so ein, zwei Minuten müssen, glaube ich, sein. Hydrieren. Ja, das können wir mal machen. So, das heißt, da muss auch noch ein Turm hin. So, passt da jetzt? Nein, da passt immer noch nichts hin. Das ist auch, dann machen wir hier das hin. Wir könnten theoretisch die Wüste nochmal für Holz nutzen, weil die Trojaner ja Palmen anbauen können. Wir können es nicht für was anderes nutzen. Lord Hamsterberg, willkommen zum Stream. No Death Challenge, bei der kein Siedler-Soldat sterben darf. Das wird nichts, weil du kannst die Siedler nicht dauerhaft davon abhalten, sich gegenseitig anzugreifen. In Age of Empires kannst du ja sagen, no attack stance. Schwefelminen Counter 4, was? Tatsache, es sind zwei Leute hintereinander. So, wir brauchen auf jeden Fall mal zwei Kohleminen und eine Eisenmine. Und auf jeden Fall aber noch mehr Holz. Ich glaube, hier gibt es noch nicht mal Schwefel auf der Karte. Also ich bezweifle es zumindest. So, Eisen und Dingsmine sind jetzt besetzt. Das heißt, ich kann jetzt auch auf jeden Fall neue Spitzhacken bauen. Hier ist noch eine Schwefelmine. Mensch, die sind sogar schon fast durch hier. Guckt euch das an. Selbst hier, also hier hätte man noch voll gut Schwefel reinpacken können. So, das können wir bauen und wenn das hier gleich fertig ist, bauen wir da noch. Wir bauen noch schon mal das dritte Sägewerk, auch wenn es uns erstmal noch nichts bringt. Ein Lager. Mach mal hier bitte frei. Vor allem den Baum da bitte. Fuck that tree in particular. So. Das Haus müssten wir echt tendenziell zuerst abreißen, das große. Weil es hier halt den ganzen Platz blockt. So. Aber hier die zwei können schon mal weg. So, baut die Steinmitte. Die Steinmitte. Die Steinmine mal bitte ein bisschen schneller.
War ein Chinchilla-Camp. Müsste man eigentlich mal einrichten, ja. So, wir haben jetzt auch keine Spitzhacken mehr. Wir haben sogar noch eine Angel übrig. Wir haben mit 3 gestartet. Krass. Bauen wir gerade einen Jäger. Was ist das Missionsziel? Blau töten. Ach du Scheiße, was hat der denn gemacht? Okay, da startet jemand mit einer großzügigen Wirtschaft. Oder mit sehr vielen Startwaffen. So, das ist gebaut, der produziert, sehr schön. Ach warte, das ist Fleisch. Ja gut, Fleisch muss jetzt auch nicht zur Schwefelmine. Aber eigentlich ging es mir darum, dass das Fisch nicht nur hier rumliegt. Was ist es dann Custom Weapon geworden? Hatte ich noch nicht die Zeit, mich drum zu kümmern. Dahin. Ich glaube, wir könnten noch eine zweite Steinmine brauchen. Ja, wir sind Trojaner. Wir haben einen recht hohen Steinverbrauch für unsere Schwerindustrie. Okay, das hier zu expandieren lohnt sich nicht. Dann eher noch hier der Bereich. So, aber die Schwefelminen müssen wir abschalten, weil sonst werden die uns die ganze Zeit die Benachrichtigung zuspammen. Sind keine Bäume mehr. Ja, das sollte sich gleich legen. Wie kann man seine Farbe ändern? Mit dem HD-Patch? Hier in den Einstellungen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch als schwarz spielen. Aber es gibt in den Missionsguides, glaube ich, sonst Verwirrung, wenn ich auf einmal random die Farben ändere. Wobei meine eigene ist ja in dem Sinne egal. Ich empfehle dir, deine Farbe pink zu machen. Hast du gerade die Farbwerte im Kopf, die ich dafür eintragen muss?
So, warum müssen die Arbeitsbereiche von den Trojanern eigentlich immer so kaputt sein? So, du sorgst mal bitte für ein paar Schaufeln, dann machen wir Pios. Ja, ich denke mal, so zwei Missionen werden wir machen. Das könnte unter Umständen sogar bis Mitternacht dauern. Also, wir sehen uns vielleicht nochmal, Bushi. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir haben jetzt das neue Geologen-Emote, aber der Sound ist, dass der, den muss ich runterregeln eigentlich. Wir haben ja echt mal, es gibt ja eine Datei, die die ganzen einzelnen Sounds ein bisschen reguliert und ich glaube, das wurde einfach damals dann unter Zeitdruck nicht mehr gemacht, weil manche Sounds einfach echt krass laut sind. Zum Beispiel die Möwen auch. Farbcode 17781. 177, 81. Ja, das ist aber schon eher so ein so Lachsfarben. Weil können wir behalten. Mal ein bisschen Visual Variety. Solange es keine Farben sind, die die KI schon benutzt. Yippie! Aber in dem Fall haben wir ja nur einen Gegner. Yippie! Nächster S4-Stream mit pinken Siedlern. Denkst du, es ist mir peinlich? Na, falls ja, muss ich dich enttäuschen. Wir benötigen mehr Siedler und dafür sind diese Dinger mal so gar nicht geeignet. Gib mir kleine Wohnhäuser. Im schlimmsten Fall erobert er das, aber es ist nicht schlimm. Du machst das da. Wir benötigen mehr Äxte und ihr helft hiermit. Wir sind sowas von hart im Siedlermangel gerade. Hier ist Schwefel! Mensch! Und das soll jetzt was. Soll was ändern? 79. Okay, ja, es ist ein bisschen rötlicher jetzt.
Denn ich bin es ja schon erstaunlich, dass das jetzt auch mitten im Game geht. So, die gehen schon mal raus und helfen. Aber baut doch mal die Häuser hier zu Ende. Wir haben 3 Steinminen jetzt. Also das ist ja immer das Ding bei den späteren Karten, gerade wenn sie von Spielern gemacht wurden. Das ist Rohstoffmangel gibt's nicht. Da muss ich die 5 Schwefelminen. Die stehen alle schon. Ja, das sieht schon dezent rosan aus. Ja. Ich sehe schon die Fragen unterm Wort. Bist du schwul? Jetzt gerade dann denken, bei der Einrichtung, wo ich meine Ausbildung gemacht hatte, war ich dann kurz danach noch beim Oktoberfest. Da hatte ich halt meinen Freund mitgenommen, meinen jetzt Verlobten. Und einer der Bewohner, einer von den Jungs, hat uns dann irgendwann gefragt, seid ihr gute Freunde oder seid ihr Familie? Und wir dachten uns so, ja, guten Freunden gibt man schon mal ein Küsschen. Die pinke Seuche hat sich jetzt in ein Spiel ausgebreitet. Jetzt geht's aber los hier. So ein bisschen was brauchen wir noch an Siedlern hier. Aber es kommen Soldaten schon mal raus, das ist gut. Ich hoffe nur, dass nicht genau jetzt die KI kommt und sagt, hey, das ist jetzt meine Burg. Ist die Mission schwer? Sehen wir noch, aber ich vermute nein, weil keine von diesen Missionen schwer war. Nur weil die Werbung sagt, heißt das so lange, dass man es auch machen muss. So, komm, wir bauen noch eine Burg. Hier geht auch schon mal los. Dann können nämlich die Türme weg und wir machen einmal den hier. Also schon für Spinny schwer. An Missionen sehr wenig inzwischen.
To be fair, manche Missionen profitieren halt sehr stark davon, denn wenn man mit Ubo spielt, aber... Ich meine, dafür muss man halt dann in den Missionen meistens trotzdem nochmal irgendeine Strat anwenden. Wie gesagt, wie oft ich jetzt auf Dark 6 angesprochen werde, auf alles, was jetzt da ist. Und ich denke mir so, die Mission ist nicht so scary, nicht mehr. Die ist total machbar jetzt. So, komm, wir sorgen mal schon mal für ein bisschen mehr Kohle. Und dann könnt ihr hier mal weiterarbeiten. Bautrupps sollten wir bei der Gelegenheit nochmal gerade erweitern, bevor es kritisch wird. So, hier dürfte dann doch gleich noch eine dritte Burg hinpassen. Also ich bin beleidigt, wenn nicht. Okay, du findest nichts, aber hier drüben sollte es Fisch geben, oder? Ja. Muss nur einen Platz finden, um eine Fischhütte zu bauen. Da ist die blaue Siedlung. Die jetzt auch nichts mehr weiter produziert hat. Also ich glaube, die hat zum Start einfach viele Waffen. Oder sie ist am... Wobei, ne? Wird die ein Soft Limit integriert haben? Ich bezweifle es ja, ehrlich gesagt. So, stimmt. Trojanische Goldschmelzen sind ja relativ langsam. Euch ist klar, dass ihr mir mit der pinken Farbe im Chat keinen Gefallen tut, weil wenn alle die gleiche Farbe haben, wird es sehr schwer, die Leute auf einen Blick zuzuordnen. So Streamer-Issues. Anyman, danke fürs Prime-Abo. Ich bin mal gespannt, ob wir die 35 Subs zeitnah erreichen. Und wir dann hoffentlich noch ein paar Emote-Slots kriegen. Vor allem animierte Emotes. Also ich glaube, normale hätten wir, glaube ich, sogar noch ein paar frei, aber halt die animierten Emotes. Versuchst zu gewinnen nur durch Belagerungswaffen. Oh, eine Schwefelmine. Ja, wait. Das müsste man eigentlich als Belohnung noch zusätzlich machen. Bau eine Kriegsmaschine. Ich bin mal gespannt, ob die hier durchkommen. Bauen und nutzen, ja, ob das immer geht, ist halt die Frage. Aber allein schon bauen, ich meine, wenn man sie schon mal gebaut hat, sind ja auch die Chancen gut, dass man sie halt auch benutzen will, ne? Wäre das nicht eine schöne Eisenverschwendung? Eisen ist der wertloseste Rohstoff von den Hauptbodenschätzen. Das Eisen haben sie in Siedler 4 so abgewertet, im Vergleich zu Siedler 3. Ey, Leute, jetzt ist aber... Jetzt übertreibt mal nicht. Komm, wir machen sogar extra ein Lager für die Explosivpfeile. Aber was man, finde ich, durchaus noch bräuchte, wäre irgendwie eine Möglichkeit, Brücken zu bauen oder zumindest per Skript einzufügen, um das Terrain halt irgendwie zu verändern. Ich weiß, dass Populous 3 hatte so einen Zauber, der Landbrücken erschaffen konnte. Fände ich aber ein bisschen sehr krass. Und vor allem, das hat halt auch für dich... Es hat halt in einem Siedler so viele Edge-Cases, weil was machst du mit Einheiten, die da draufstehen und, also wenn du zum Beispiel oder mit Schiffen und, ne?
kannst du ruhig mehr Chinchilla-Videos machen. Ich muss überhaupt mal irgendwie ein Video dazu machen. Aber ich habe ja auch noch ein Minecraft-Video zu vollenden. Hydrieren, jawohl. Ich habe nämlich extra das Replay-Mod-Ding gemacht für das Sägewerk, was wir vor einer Weile gebaut haben. Oh, was haben wir denn hier? Wow, jetzt zaubert er uns unsere L1er weg. Wie schlimm. Absolut tragisch. Also nach einer Stunde greift er uns an und dann kommt er einfach mit sowas hier. Okay, jetzt hat er uns leider unseren Hauptmann gekillt. Das ist natürlich tragisch. So, weg mit den L1ern. Die gehören nicht in eine Burg. Aber wir brauchen noch mal irgendwo ein Lazarett. Wieso kommt Stein nicht klar? Was ist los? Kann mir mal jemand erklären, warum die Steinminen nichts abkriegen? So, pass auf. Jetzt haben wir die falschen Schwefelminen haben wir jetzt sowieso geändert. Das heißt, die Schwefelmine darf jetzt auch wieder Fleisch kriegen. Vielleicht eine Belohnung für Hauptmannproduktion. True, könnte man machen. Das wäre auf jeden Fall mal ein Grund, die zu mauen. Vielleicht ist der Mana-Aufbau die bessere Wahl. Ja, ich meine, man hat direkt zum Start drei Priester, also es lohnt sich durchaus. Aber habe ich jetzt echt gesagt wenig Lust drauf. Warum die Minen liegen doch voll? Ich verstehe es nicht. Warum kriegen jetzt die Steinminen kein Brot? Da, okay, es wird was geliefert. Hauptmänner only, ja. Und hier ist noch mehr Schwefel. Ist das nicht wunderschön? Ich habe drei Steinminen. Wie kann das sein, dass die so wenig produzieren? So exorbitant viel baue ich doch nicht. Ich meine, wir können nochmal eine einfache Mana-Produktion bauen. Schadet sich ja nicht. Brauchen wir aber auch mehr Platz. Ich meine, es gibt ja, du kannst ja mit Pios theoretisch so eine kleine Einkerbung machen und da den Turm reinsetzen und hast dadurch ein bisschen mehr Land erobert mit dem Turm. Daraus könnte man sicher auch eine kleine Wissenschaft machen. Also Hauptmann only würde ich nicht spielen. Ich würde aber sagen Hauptmann, Kriegsmaschinen, vielleicht sogar noch Spezialeinheiten. Weil dann musst du halt bei Römer mit Sunnies kämpfen. Das wäre auch, glaube ich, ganz lustig. Es fehlt ein Hammer. Ich würde mal sagen, it's Hammer Time. Ich würde halt Kriegsmaschinen redundant machen. Das stimmt. Aber ich sag mal so, wir haben ja auch in der im Longplay letztens bemerkt, dass ich in der veganen Challenge dann zum Beispiel dann doch nicht auf die Dings verzichten will, auf den Tempeltrick. Weil ich werde es eh nicht bei jeder Karte nutzen können wegen Wikingern. Wenn wir dann die veganen Challenge mit dem dunklen Volk machen. Und es hat halt so schon lange genug gedauert. Und ich glaube mal, dass die veganen Challenge nicht schneller gehen wird. Also nicht viel schneller. Ich meine, wie gesagt, Dark 9 haben wir viel Zeit verloren. Da hätten wir auch eine Stunde früher fertig sein können.
bis 3 Uhr in der Früh. Halb 4 war es, glaube ich, am Ende. Und ich habe am Ende meine Entscheidungen im Leben hinterfragt. So, komm, wir bauen mal eine Balliste. Ob wir sie am Ende einsetzen, weiß ich nicht, weil ich will die Türme eigentlich erobern, aber... Dann haben wir sie zumindest mal gebaut. Und hier lagern wir Dings ein. Nein, der aus Fischen gemacht ist, ist nicht vegan. Das stimmt. Wenn es aus Fischen gemacht ist, kann es nicht vegan sein. So, komm, dann machen wir auch direkt nochmal. Das Problem ist, wir haben jetzt durch den Zauber schon wieder so einen massiven Überschuss an Waffen. Wir sollten vielleicht auch mal ein paar Boxerkatapulte bauen. Mensch, die Balliste ist sogar schon fertig. Komm, stell sie mal hier hin. Guckt euch an, was die für einen Umweg fahren muss. Ich frage mich echt, was die für eine Hitbox haben. Ich verweigere mich dem Gruppenzwang. Das ist eine gute Einstellung. Na, wann brauchst du Kriegsmaschinen? Seid gerade. ETF, wie weit ist das bitte weg? Hä? Dein Arbeitsbereich ist hier! Stimmt, wir können ja eigentlich den Orakelzauber benutzen. Ich glaube, wir sollten eine gemeinsame Grenze herbeiführen. Ach, vor allem mit der Menge an Gold schmelzen würde man ja meinen, dass man auch Gold überproduziert. Pass auf, das Haus kann jetzt weg. Aber da passt dann trotzdem kein Goldlager hin. Kriegsmaschinenbuff für SU confirmed. Die Ideen gibt's schon. Es ist halt technisch. Also ich könnte die Stats ändern, aber halt nur Schaden, also nicht Reichweite leider nicht. Schaden könnte ich ändern und Rüstung und Gesundheit und Baukosten. Aber es bringt halt alles nichts. So, wir sollten vielleicht mal Kampfkraft pushen. So, irgendwo, wo es uns nicht stört. Auch so etwas, was, finde ich, nicht im Sinne des Erfinders sein kann, dass man die Zielobjekte einfach irgendwo hin klatscht. Das war auch so etwas, was ich versuchen wollte hinzukriegen, dass man durch den Torbogen, dass man da durchlaufen kann. Das ist zumindest eine Einheit, aber das hat leider auch nicht so funktioniert, wie es sollte. Wow. Er kommt sogar bis zu dem Lager und kann sich da mit Munition eindecken. Aber es ist schon nice zu sehen, wenn da einfach alle vier Segmente blau sind. Das ist schon irgendwie satisfying.
So, baut man noch ein paar große Wohnhäuser. Die sind ja bei den Trojanern so schön ergiebig. Die Wikinger hat sich aber... Ja, die sind zum Teil wirklich groß. Beziehungsweise das Ding ist, wir haben ja auch die Baukosten damit, glaube ich, ein bisschen verschoben. Zumindest innerhalb des Sets. Glaube ich, dass die, damit die größeren ein bisschen teurer sind und die kleineren dafür ein bisschen günstiger. Das Problem ist, dass die meisten Zielobjekte, glaube ich, höchstens ein oder zwei Bauarbeiter haben. Und dementsprechend brauchen die halt ewig zum Bau. Und ich glaube, das ist das, was es halt auch mit den Wikingern recht anstrengend machen kann, Kampfkraft zu pushen. So, Kampfkraft 100. Wir müssen gleich mal gucken, was die KI für eine Kampfkraft hier hatte. Mega viel kann es ja nicht gewesen sein. Ja, ist auch schwer. So, du machst da mal sauber. Ich habe lange von dir jeden Ping verweigert, auf der Stelle zu bannen. Das drückt eindeutig Homophobie aus. Oh, 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 oh. Oh, hallo. Ah, okay, ich habe mir die Kampfmusik also nicht eingebildet. Aber ich glaube, er nimmt keine Priester mehr mit, oder? Hier ist ein L1er, der gehört da aber nicht hin. Nee. Hä? Sind die doch so passgenau dran vorbeigelaufen? Finde Walter mit Trojanerbogen. Kann es sein, dass die nichts bauen können? Hat er keine Bauwirtschaft? Also er holt sich immer auf die 600 irgendwas und dann ist vorbei. Sieht ihm, die bauen gar nicht. Ja, aber die bauen den Turm nicht zu Ende. Nee, es sind nicht so viele Bäume. Die Baustelle existiert ja schon. Das ist nicht das Thema, aber sie wird nicht beliefert. Ist nicht mehr schön, wenn die Bauarbeiter einmal rankommen und draufhauen. Das ist ja so ein Ding, was tatsächlich immer so eine Überlegung für einen Wikinger-Buff ist, weil wir festgestellt haben, der Wikinger-Förster, der ist ja so spottbillig mit zwei Holz, die der kostet, aber der fordert vier Bauarbeiter an. Das heißt, unter Umständen laufen zwei davon total sinnlos durch die Siedlung, aber erreichen das Gebäude gar nicht, bevor es fertig ist. Ja, da passiert gar nichts.
Gar nichts mache ich für den. Ich sehe es schon kommen. Analyse nach dem Byte-Modell. Ist Ultimate Splinter's Chat ein Kult? Ja, das mit dem pinken Namen kann man als Namensänderung auslegen, also als Identitätskontrolle. Man kann es auslegen als Verhaltenskontrolle. Und jetzt haben wir noch ritualisiertes Chanting im Chat. Ich weiß ja nicht. Aber wir brauchen eine zweite Kaserne und noch ein Goldlager. Was ist eisentechnisch los? Okay, die eine Eisenmine läuft nicht mehr. Pass auf. Das wird jetzt ein bisschen gewastet, glaube ich, aber es ist okay. Da wir es versäumt haben, für Fleisch zu sorgen. Der hat einfach keine Bauindustrie, gar nicht. Ich glaube, ich stelle auch gleich auf komplett Schwerter um. Fürs Eisen. Die Pro-Gamer sind jetzt wahrscheinlich innerlich am Weinen. Gut, theoretisch könnten wir Eisen umwandeln, Schwefel umwandeln, das ginge auch. Mensch, hier hat er auch schon schöne seichte Stelle platziert. Als wollte da jemand verhindern, dass rübergesiedelt wird. Also, dass die KI rübersiedelt. Komm, wir machen jetzt einfach mal Köstlichkeiten auf die Schwefelminen. Wir brauchen mehr. Denke ich.
So. Du nimmst Schwefel. Warum müssen Fahrzeuge Priorität bei der Selektion haben? Oder auch Schiffe. Wieso kann ich nicht alle Kriegsschiffe auswählen mit Alt, so wie man es bei Soldaten kann, ohne dass ich auch alle Fähren auswähle? Hiermit ist dieser Chat jetzt Eigentum der Farbe Pink. Oh. Oh je. Das vierte Zeitalter ist das der Menschen. Ich dachte jetzt gerade an das dritte Zeitalter der Menschheit, hier Babylon 5. So, das ist nicht schlimm, wir haben Goldüberproduktion. Jetzt tötet sie doch endlich. So, let's go. Warte, ist der Sound geändert? Nee, es kommt einfach kein Sound. Weil die Trojaner haben aus irgendeinem Grund beim Unwandlungszauber den gleichen Sound wie beim Unsichtbarkeitszauber. Hydrieren, ja, das sollten wir tun. Mensch. So, jetzt erholen sie sich aber auch wieder. Nee, sie gehen nur an den Turm. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein bisschen schnell dran gewesen. Ist das etwa ein Turm, den man snacken könnte? Ach Mensch. Ja, dich sollte ich vielleicht mal ausschalten. Was ist mit denen hier? Wo gehen die hin? Oder wo gehen sie nicht hin?
Ach, hier oben waren ja auch noch welche. Also auf die Bogenschützen kommen jetzt mal hier rüber. Ah, jetzt setzen sie sich in Bewegung. Ich habe das Gefühl, es sind ein bisschen viele Patrouillen und zu wenig Türme. Kann das sein? Oh, das hier könnte man gut ausnutzen. Wenn man hier ein paar Diebe hinstellt, dann läuft sich die KI hier tot. Oh, die Trojaner-Kampfmusik ist so schön. Ja, bei der Wikinger-Kampfmusik haben sie es ja auch die Hälfte der Zeit dann doch als Idelmusik eingesetzt. Komm, ihr geht mal schön durch. Es hat einfach kaum was geändert. Super, das hier hilft gar nicht. Und wenn das mal kein Trade war. Mensch, warte, die haben eine... Hä? Die haben eine Holzproduktion, aber warum haben die denn den Turm nicht bauen können? Da liegt bis jetzt noch kein einziges Baumaterial. Was geht da ab? Warte. Oh, ich glaube, ich weiß, was los ist.
Die haben wahrscheinlich keinen Stein. Also keinen Stein zum Abbauen. Wahrscheinlich haben die nur Steinminen. Und dann baut die KI nichts. Die Flagge zur pinken Gleichheitsbewegung. What? Steine Hand ins Zauber und die gucken, ob die KI zuckt. Nee, das funktioniert leider nicht. Besonders fies in der einen Wikinger-Mission mit den Verbündeten. Du kannst den Steine liefern oder hinzaubern, wie du möchtest, aber sie pausiert die Gebäude, wenn sie kein Steinmetz bauen kann. Und dann ist der KI auch egal, wenn du den, Ne? Wenn sie Steinvorkommen, also hier im Berg hat. Yippie! Die interessieren sie nicht. Ah, kommen wir jetzt im großen Stil? Auf jeden Fall mit ein bisschen größere Reaktion, aber noch sieht es so aus, dass sie sich dauerhaft erholen. Achso, die laufen jetzt auch noch da rein. Das hätte ich vielleicht mal gerade ändern sollen. Ich meine, jetzt würde auch der Zauber hier Frieden stiften für uns was bringen, weil wir gerade Waffen unterproduzieren. Was geht eigentlich ab mit den Herr der Ringe-Zitaten im Chat? Lini, hast du die Flagge gesehen? Nein. Wenn du mir gerade auf Discord schickst, dann kann ich sie mir auf dem Handy angucken. Aber wenn ich jetzt raus habe, dann geht hier wieder die Musik weg. Ja, wir machen einfach keinen Unterschied hier. Ja, das dachte ich mir jetzt. Nee, nichts ersetzen von Kommunismus durch Pink. Guck dir die Flagge an.
Okay, 135%. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Wir müssen echt ihre Soldatenproduktion unterbinden, aber ich verstehe halt nicht, wo die so viele Soldaten haben. Ich will jetzt aber nicht anfangen, hier einen Dieb hinzustellen. Nee, sie gehen wieder zurück. Aber wir bauen mal einen großen Tempel und noch ein paar Wohnhäuser. Also wenn wir angreifen, müssen wir mit allem angreifen. Wo ist die Waffenproduktion? Hier. Da ist die Kaserne. Wenn wir die Türme hier erobern könnten. Aber ich glaube, die bleiben nicht lange genug erobert. Wir können langsam mal eine dritte Eisenschmelz- und Waffenschmiede bauen, aber... Das Ding ist halt wirklich, dass sich Blau so mega schnell erholt. Aber drei Burgen, plus wenn man vielleicht noch dran denkt, den Zauber draufzusetzen und im Zweifel den reinballert. Ja, schön, einfach mal den Zauber... Ja, es ist okay, ihr braucht den Zauber nicht wasten.
Also selbst wenn die alte Dauer von irgendwie 8 Sekunden oder was das war noch drin wäre, wäre das total gewastet. Ach, hier ist auch noch eine Kaserne. So, ihr geht mal darüber zum Heilen. Mensch. Eine Extra-Lieferung Waffen. Wie freundlich. Zusammen mit blauem Feuerwerk. Macht doch noch wirklich L3er die ganze Zeit. So, meine Soldatenanzahl gefällt mir gerade überhaupt nicht. Wir brauchen einen Hammer. Pass auf, den holen wir gerade mal aus Geschenken. Jawohl, das hat funktioniert. Okay, Siedlermangel haben wir nicht mehr. Ach, hallo.
Okay, ja, das ging schnell. So, ihr kommt nach. Es wird Zeit, dass wir hier die Soldatenproduktion mal gerade ein bisschen einschränken. Oh, 16 Minuten, Mensch. Langsam kommt aber die Minuteninflation. Boah, die sind so schwer verletzt alle. Ich hätte viel Größenwahnsinniger bauen müssen. Ist nochmal Platz. Wahrscheinlich reicht das nicht. Ja, Moment. Holen wir uns mal einen Zuschuss von den Göttern. Ja, hier, jetzt kommt Bewegung hier in die Gruppe.
So, den Turm können sie notfalls wieder haben, den besetzen sie eh nicht wieder voll. Mensch, ich habe die ganze Zeit fehlt eine Sense und ihr sagt nichts. Seid viel zu beschäftigt damit, Herr der Ringe zu zitieren. Oh, immer Mission 4 vom 200 und ohne Ver- What? Ohne Verluste. Wo pinke Fraktionrolle, oh je. Aber dann muss die auch wieder über irgendwelchen anderen Rollen stehen. Außerdem habe ich meine Reaction Rolls schon verbraucht für die drei, die für die Stream-Benachrichtigung gedacht sind. So, bei den einen Turm hat es jetzt gekillt dadurch, weil wir die Zeit gleich erobert haben. Sie bauen keine neuen großen Türme und sie besetzen Türme nicht neu. Vor allem selbst das Gebiet, das sie erobern, aber sie bauen ja die Siedlung darin nicht neu auf. Ja, sie bauen keine neuen Türme mehr wegen dem Steinmangel, das ist korrekt. Ah, hier ist noch eine Waffenschmiede, die man sich snacken kann. Yippie! Das hindert sie aber nicht daran, mit den Soldaten, die sie anscheinend trotzdem machen können, sich ihr Eigentum zurückzufordern.
Und wie viel Nahrung hier rumliegt. Ein neues Säckchen sind angekommen. Yippie! Ich bin der Schwert Bubble Shop. Was? Hä? I'm confused. So, wir brauchen mehr Gold, Jungs. Ja, erst hatten wir Waffenmangel, jetzt haben wir Goldmangel, weil wir vorhin ja so viele Waffen aus den Geschenken rausgekriegt haben und dann noch von hier geklaut haben. Also ich meine, beschlagnahmt. Da Fanshop sagt, der Künstler kann Designs herunterladen und Kunden können die dann bestellen. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht so der Merch-Typ tatsächlich. Sozialistisch umverteilt. Das, da muss ich an, an Dings denken, an Papers, Please. Merch nur in Form von pinken T-Shirts. So, pass auf, wir brauchen mehr Gold. Wir hätten dezent, glaube ich, auch ein paar zusätzliche Geologen brauchen. Da oben wäre theoretisch noch Gold. Geht's mit Kills? Oh. Bin definitiv der Sieger, was Kills angeht.
So, noch eine Kaserne weg. Jetzt ist die Frage, wie viele haben sie davon noch? So, die gehen mal unten lang. Genau, holt euch mal das ganze Gold. Beschlagnahmt das mal. Irgendwas Interessantes hier drüben. Hier ist noch eine Kaserne. Okay, da drüben ist Brot-Mana-Produktion. Sehr gut. Warte, ich will nicht 7 auswählen, sondern irgendwie 3 oder 4. Jo, das ist okay. Guck mal, ob hier irgendwo noch Gold ist. Geh doch da rein. Mensch, noch mehr Soldaten. Dann kommt doch mal dahin.
So, wenn die Kaserne zerstören, sollte es aber sich jetzt weitgehend beruhigen. So, langsam tut sich doch was. So, noch. Da ist noch eine Kaserne. Aber clever, die Kasernen so schön zu verteilen und die Waffen schmieden. Ich bin mal gespannt, ob sich das auch durch die anderen Missionen dieser Kampagne zieht. Ich glaube, die haben jetzt nicht mehr wirklich freistehende Soldaten. Komm zurück, Creative. So, ihr geht auch schon mal in die Richtung. Weil man muss die auch einfach irgendwie random Türme setzen, die nichts bewachen. Also die kleinen Türme hier hätte man sich eigentlich auch sparen können. Die KI scheint aber wirklich nicht wirklich Zielobjekte zu haben, fällt mir auf. Anders als auf den anderen Missionen dieses Add-ons. Was haben wir hier? Sieht nach Haus aus. Nein, okay. Warte, die hat, ich glaube, das sind Startsiedler, oder? Oder per Skript. Ich weiß, dass einige der Karten aus diesem Add-on
extra Skripte für die KI haben, dass die Krieger kommen. Ja, muss die Karte eigentlich haben, wenn sie nichts bauen können? Hätten ihnen ja eigentlich sonst die Siedler irgendwann ausgehen müssen. Okay, hier sind ein paar Ziehobjekte, aber selbst das ist eigentlich im Rahmen. Wie lange halten sich denn die Minen? Ja gut, das sind Metzelminen. Ah ja, du willst ganz uneigennützig mein Bild auf dein Merch kleben, ist klar. Also eine Metzelmine kann 960 von einer Ware fördern, weil alle Felder im Einflussbereich 15 Einheiten haben. Okay, hier muss noch irgendwo eine Kaserne sein. So, tötet ihn. Warte, nee. Ihr verteidigt bitte hier. Da muss irgendwo noch eine Kaserne sein und die müssen wir zerstören. Ach, ihr seid ja auch noch da. Thank you.
Waldsiedlermangel. Oh, ja. Ist jetzt aber auch egal, würde ich behaupten. Ja, ist schon krass, was für eine Siedlermenge wir hier verbraucht haben. So, das müsste es aber gleich gewesen sein. Wir können die letzten Türme an einer Hand abzählen. Guckt euch die Nahrung an. Jetzt eigentlich dieses Jahr noch wirklich das S4, das könnte ich noch umzusetzen. Die Belohnung wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht zurückkommen. Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Juhu! Hat jetzt auch nur fast 2 Stunden gedauert.